Ah, yes. Ein neuer Morgen. Ich bin hier in Figeac, einer ziemlich coolen Unterkunft. Die beiden Franzosen, der Patrick und der Louis, mit denen ich gestern Fußball angucken gewesen bin, was ein sehr langweiliges Spiel war, aber okay. Die haben mich hier eingeladen. Jetzt habe ich dann gestern hier noch so ein bisschen die Hecke hier mitmachen können. Und es hat sich ziemlich gut angefühlt, einfach was tun zu können, ohne damit jetzt die Absicht zu verbinden, da irgendwie hier günstiger unterzukommen. Aber trotzdem habe ich dann jetzt angeboten gekriegt, das Frühstück zu kriegen, obwohl ich das eigentlich sparen wollte. Aber das finde ich ziemlich cool. Jo, blauer Himmel, Wetterbericht sagt Sonne pur. Von daher bin ich sehr gespannt, wie das heute alles wird. Beine fühlen sich so ein bisschen noch müde an. War gestern irgendwie ziemlich anstrengend. Und ich bin mal gespannt, wie weit ich heute von Fischhack auskomme. Oh, ich habe ziemlich gut geschlafen. Aber ich bin Louis sehr dankbar, dass er Patrick dann in der Nacht aufgeweckt hat und ihn aus dem Schlarchen herausgeholt hat, weil ich mich das nicht getraut. Ja, ich gehe heute später los, eben wegen dem Frühstück. Ja, was ich nicht vergessen möchte, was ich bemerkenswert finde, war, dass mit der Cécile gestern das Gespräch ziemlich gut gewesen ist in Decazeville, in der Unterkunft. Die ist halt, ich weiß nicht, wie alt sie ist, glaube ich, 55 oder so. Und hat halt viel so auch erzählt, so von ihrem Sohn, ja, der sich entschieden hat zu gehen, also von dieser Welt zu gehen. Und ich habe so gemerkt, dass ich, also dass das Gespräch echt eine große Offenheit hatte und ja, das war echt eine tolle Erfahrung. Und ich bin sehr dankbar, dass es Englisch gibt und die Möglichkeit, überhaupt irgendwie so miteinander zu sprechen. Okay, jetzt wird gerade Tür zugemacht. Das war's jetzt. Scheiße. Na gut. Ja, jetzt gehe ich mal los. Oder geh erstmal essen.